Das Thema Gaming ist nicht nur jetzt schon extrem populär, sondern wächst auch immer weiter. Aus diesem Grund hat LG den 27GL 850 Gaming Monitor mit allem Wichtigen an Bord auf den Markt gebracht und diesen möchte ich euch gerne heute einmal vorstellen. Sollten euch derartige Videos zu Monitoren und anderer Hardware oder Gadgets interessieren, dann abonniert doch jetzt kostenlos meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Wir schauen uns nun nach dem Intro den vielleicht perfekten Gaming-Monitor von LG etwas genauer an. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein Unboxing zum LG 27GL 850 habt ihr ja vielleicht schon auf Instagram gesehen. Da habe ich in meiner Story den Monitor ausgepackt und aufgestellt sowie eingerichtet. Solltet ihr so ein Behind-the-Scenes-Material in Zukunft nicht verpassen wollen, schaut gerne doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Auf jeden Fall wird der Monitor mit allem notwendigen Zubehör geliefert, um direkt loslegen zu können. Ebenfalls mit dabei ist ein praktischer Standfuß, mit dem der Monitor in der Höhe angepasst werden kann. Es ist außerdem möglich, den Monitor zu drehen, um ihn zum Beispiel senkrecht aufzustellen. Für ein ordentliches Kabelmanagement auf der Rückseite sorgt ein extra Kabelkanal und wo wir gerade bei Kabel sind, gehen wir doch einmal die Anschlüsse durch. Mit dabei sind zwei HDMI, zwei USB 3.0, ein Mini-DisplayPort und ein USB Typ B Stecker. Natürlich könnt ihr über einen 3,5 mm Klinkenanschluss noch zum Beispiel externe Lautsprecher anschließen. Auf der Rückseite fällt auf, dass der Gaming-Monitor in der Gaming-Schiene zu Hause ist. Das Design aus den runden, roten Elementen passt einfach perfekt hier hinein, nur leuchten kann der Ring leider nicht. Das wäre auf jeden Fall noch ein cooles Extra-Gimmick gewesen. Das Gaming-Design zieht sich durch das komplette Gerät. Auch der spitze Standfuß mit den roten Akzenten mutet diese Richtung an. Wenn wir uns den Monitor von vorne anschauen, blicken wir direkt auf das Herzstück, nämlich das fast randlose Display. Dieses 144 Hertz Nano IPS Display liefert knackige Farben und mit 2560 x 1440 Pixeln ein scharfes Bild. Dank G-Sync und Adaptive Sync sowie einer Reaktionszeit von einer Millisekunde eignet sich dieser Monitor perfekt zum Zocken. Einstellen und konfigurieren könnt ihr das alles über das integrierte Menü. Dieses lässt sich mittels eines Knopfes auf der Unterseite bedienen und bietet unzählige Einstellungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es auch weitere kleine Features wie ein festes Fadenkreuz, was natürlich echt praktisch sein kann. Ich persönlich nutze den Monitor aber nicht nur zum Zocken, sondern auch als Zweitmonitor zum Arbeiten. Dafür habe ich ihn per USB-C auf HDMI-Kabel mit meinem MacBook verbunden und kann so ganz einfach Fenster zwischen den beiden Monitoren hin und her schieben. Das ermöglicht ein effektives Arbeiten und vor allem viel, viel Platz. Insgesamt bietet der Monitor Gamern wirklich ein gutes Gesamtpaket. Die Verarbeitung ist sehr gut, das Display lässt mit QHD, 144 Hz und satten Farben kaum Wünsche offen und für Gaming ist der Monitor dank G-Sync und Adaptive Sync ideal. Aber auch zum normalen Arbeiten ist der Monitor mehr als geeignet und macht wirklich Spaß beim Benutzen. Lediglich der runde Kreis auf der Rückseite hätte ruhig gaming-typisch leuchten können und es kommt bei dunkleren Inhalten schnell zu Background-Bleeding an den Seiten, was auf jeden Fall stören kann. Mich interessiert aber nun natürlich eure Meinung. Was denkt ihr, braucht man extra einen Gaming-Monitor oder reicht ein normaler Monitor auch aus? Habt ihr schon selber Erfahrungen mit solchen Modellen gehabt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Bis dahin, macht es gut!